Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und die Frage kommt von Tanja. Und Tanja möchte wissen, hallo Martin, ich habe ein einfaches Thema auf Facebook angefangen, das aber völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich möchte meine Fische vermessen, um die Futtermenge zu bestimmen. Meine Koi, auch die von Konishi, sind sagenhaft gewachsen und ich kann nicht mehr schätzen, wie groß sie sind. Wie halten die Koi in der Wanne still? Meine mutieren zu Haien, wenn man sie versucht zu fangen, und springen auch überall raus. Sollte man sie in einem schwachen Narkosebad sedieren? Ich bin 1,59 und habe keine männliche Hilfe. Wie kann ich das sicher für Fisch und Mensch gestalten? Liebe Grüße, Tanja. Ja, liebe Tanja, wir hatten es da letztes Mal mit Sandra im Blog davon. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, das nur zu tun, wenn die Wassertemperatur unter 18 Grad sind. Und wenn die Wassertemperatur nicht unter 18 Grad ist, wenn die Wassertemperatur unter 18 Grad ist, dann sind die Fische einfach von ihrem Stoffwechsel sehr viel ruhiger. Und so kann es auch möglich sein, dass wir in Japan ohne Narkose jede Fischgröße in die Wand setzen. Da sind die Temperaturen beim Abfischen in der Regel irgendwo 13 bis 16 Grad. Dass Akimoto dann wirklich mit seinen göttlichen Händen die Fische dreht, macht, tut und vermisst, ohne dass wir da ein Narkosebad brauchen. Würden wir das Gleiche bei über 20 Grad machen oder gar bei 2, 3, 24 Grad, wäre das schlicht undenkbar. Für die Koi würde das einen immensen, massiven Stress bedeuten und die würden springen, machen, tun. Es wäre wahrscheinlich nur in manchen Fällen möglich, einen 80 cm oder größeren Koi so zu vermessen. Das ist natürlich auch wieder von Koi zu Koi abhängig. Ich glaube, in Asagi gibt es keinen, den man bei 25 Grad mit über 80 cm Körperlänge vermisst. Dagegen einen Karashi-Koi, der relativ entspannt ist, da könnte es mitunter noch funktionieren. Was die Narkose angeht, also ich muss sagen, ich würde den Koi immer nur so wenig wie nötig an Narkosebädern zumuten und zum Vermessen schon gar nicht. Also ich würde da wirklich über die Teichtemperatur arbeiten und würde jetzt um die Jahreszeit, wenn das Wasser noch relativ kühl ist, würde ich das tun. Was vielleicht noch ein kleiner Trick ist, wenn du den Fisch dann über den Schlauchkescher in deine Messwanne gesetzt hast, verwende vielleicht einen schwarzen Schlauchkescher, dann sind sie schon mal allein durch die Dunkelheit etwas ruhiger, wie wenn du einen sehr hellen Schlauchkescher hast, die hellblauen, die es da auch gibt. Nimm einen schwarzen Schlauchkescher und dann, wenn du den aus dem Schlauchkescher rausholst, dreh ihn vielleicht 3-4 Mal im Kreis, dann verliert er so ein bisschen die Orientierung und das macht ihn so ganz leicht benommen, ist vielleicht der richtige Ausdruck, und dann hast du so 3, 4, 5 Sekunden, wo du ihn einfach schön an die Wanne drückst und dann kannst du ablesen und dann aber gleich hurtig wieder zurück in den Teich. Und was noch ein guter Tipp ist, gerade wenn du wenig Kraft hast, mach es einfach so, wie es die Japaner auch machen. Die Messwanne steht vor dir, hier hast du deinen Messstreifen und du drückst ihn zu dir hin. Ich sehe immer wieder Leute, die versuchen, den Fisch so an die gegenüberliegende Seite zu drücken. Da hat man wesentlich weniger Kraft und man kann auch den Koi wesentlich schlechter kontrollieren in seinen Bewegungen, als wenn ich den wirklich so vor mir habe und vernünftig vermessen kann. So, liebe Tanja, dann dir alles Gute, viel Erfolg beim Vermessen deiner Koi, wenn du wieder mal was wissen möchtest, dann einfach kurz schreiben.